Und damit herzlich willkommen zum Qualifying in der Tschechischen Republik. Brno GP, ich hoffe, man spricht das so aus, mit den Marionetten. Einzeln hallo. Mit Gerd, Andi, Nick, Chris und mir. Hi, hi. Hallo. So, hallo. Training sind wir im Regen gefahren, jetzt Qualifying bei Sonne, das wird lustig. Aha. Ja, ich glaube aber in der Sonne super. Wird deutlich besser. Oh, ich könnte mal Gas geben. Ah ja. Auf und davon! Oh Gott, ey. Ja. Also ich habe irgendwie immer noch Untersteuern drin. Ich auch. Ich weiß aber nicht warum. Qualifying wird besser, hat er gesagt. Wow. Esther Kovic hast du, hat er gesagt. Ja, ja. Tschüss, Chris. Tschüss, Mayo! Ja, ja, hat der bei mir die Regenreifen drauf gelassen, oder? Chris will nur den Pulk vorbeilassen. Nee, automatisch nach Wette. Ach du. Dass dieser KI auch andauernd auf der Ideallinie bleibt, ne? Wenn ich in die Kurve warum fahre, ist denn der Abtrieb vorne bei mir auf Null? Was ist das denn? Willst du höhere Endgeschwindigkeit oder was? Ne, der war automatisch auf Null. Find das immer dafür jetzt hinten einfach ein bisschen runtergesetzt. Find das immer interessant, wenn ich in die Kurve fahre, quietschen meine Reifen. Ja, dann bist du zu schnell. Ja, wie langsam soll ich noch in die Kurve gehen? So, dass die nicht quietschen. Genau. Wow. Vor allem, es ist auch immer wichtig, dass du im Kurvenausgang früh rausbeschleunigen kannst. Weil dann, wenn du früh rausbeschleunigst, dann holst du die Zeit raus. Boah, ich sehe überall nur Reifen rum. Also in der Kurve selber 2 km/h schneller bringt dir nicht wirklich was. Boah, okay. Nee, das war ein bisschen zu viel hinten weg. Spannende erste 3 Minuten bei mir. Schon so passen. Halleluja. Eigentlich müsste ich doch jetzt maximale Stabilität haben. Ach, da ist Mayo. Wow, wer kam da angeschossen? Sehe ich überall nicht. Teil. Der Chris. Chris sieht wieder überall alles rumfliegen. Ja, die KI vor mir, die haut doch jeden einzelnen Ball. Was ich habe immer beim Bremsen quietschen die Reifen in mir. Ja, das habe ich kann auch. Ich auch interessanterweise überhaupt nicht verhindern. Nee. Ich ja. Haha. Ja, Andi bremst einfach gar nicht. Scheiße, 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 scheiße. Was sag ich? Das war zu spät! Egal, nächste Runde wird besser. La 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 la. Ich habe auch immer, wenn ich aus den Kurven raus beschleunige, kurz blockierende Reifen. Ja, ohne Scheiß. Das ist auf der Strecke. Das ist das, was ich meinte. Auf der Strecke ist wie Schmierseife bei mir. Immer wenn ich aufs Gas gehe hinter der Kurve, habe ich blockierende Reifen. Durchdrehen, okay, aber nicht blockieren. Ja, oder durchdrehen, ja, stimmt. Dann ist irgendwas ganz falsch. Jedes Mal, das ist voll zum Kotzen, jetzt schon, und ich bin noch nicht mal eine Runde gefahren. Ui, 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 ui. Gott, ey, das Rennen wird zu Horror. Oh ja. Vor allem, ihr fahrt alle mit Ideallinie, ne? Ja. Tja, Mist. Ja, klar. Wenn uns das Spiel schon helfen mag, dann richtig. 2:16.
2013. Ne, wir haben 2018. Das ist schon... 2016 ist eine Weile her. So, jetzt weniger den Ausflug ins Kiesbett, dann geht das. Ja. Ach, scheiße. Erste Kurve schon mal scheiße genommen. Was will Andi jetzt denn kommt auch aus dem Glas... Komm aus dem Glas raus. Raus. Mann. Auch eine 216. Scheiße. Tja, Chris, also wenn du in der Nähe von Andi startest, ist sicher, du überlebst den Start nicht. Ich sehe Andi. Ich weiß auch, wo ich Zeiten liegen lasse. Auf der Strecke. Nee, wieder da. Ich vergesse die Kurve. Mann! Andi, lass mich bitte rechts vorbei, danke. Als ob der dich vorbeilässt, das glaubst du. Ja, hab ich. Doch, hat er. Ja, aber auch nur, weil er nicht schnell genug reagieren konnte, um rüber zu ziehen. Arschloch! Der hätte mich da locker rausreißen können. Ah, da vorne fährt Andi. Ey! Welche Scheiße war das denn jetzt schon wieder? Ich nicht. Nee, KI-Fahrzeug. Bin ausnahmsweise mal unschuldig. Kommt selten genug vor. Bitte! Andi, da kommst du nicht vorbei. Oder du schießt über die Kurve hinweg. Ja, super. Ich war das nicht! Aua! Wenn nicht du, wer dann? Der Chris. Ja. Der kann nicht sein. Mein Ziel ist heute, mal in den Punkten zu landen. Ist aber sehr hoch gesteckt. Ich weiß. Boah, die KI steht echt nur ganz minimal im Weg gerade. Wie langsam willst du noch fahren, du Affe? Ja. Zweiter. Ein Zehntel fehlt mir noch bis zum ersten. Und das habe ich jetzt gerade im letzten Sektor verloren, weil der mir hier konstant im Weg steht, der Wichser. Komm, geh weg jetzt, du Arschloch. Mann, ist doch nicht normal. Doch. So. Ey, weg da, Mann. Lassen. Weißt du, weil er liegt hier seinen Kleinkrieg mit der KI führen muss? Weil die KI dumm sein muss. Wow. Ich bin 2 Sekunden schneller, aber trotzdem noch. Ja, die Runde ist sowieso für den Arsch jetzt. Ja, meine auch schon wieder. Wer macht da wieder einen Ausflug ins Kiesbett? Andi macht ständig ein. Gar nicht. Ich hab's im Blutspiegel gesehen. Das war gut. Das war einfach nur großzügig. Andi ist so ein richtiger Kiesbett-Fan. Klar. Machen wir direkt nochmal. Oh Mann, ey. Der Rest der Runde läuft echt gerade relativ gut. Gut, das war jetzt nicht optimal. Aber diese KI, ne? Diese KI hat mich halt direkt 3,5 Sekunden gekostet am Anfang. Nochmal, ja du scheiß KI. Alter, ey. Ich finde das geil. Meine Potenzialzeit, die ja eigentlich aus den schnellsten Sektoren insgesamt berechnet, liegt höher als die Zeit, die ich tatsächlich schon gefahren habe. Bei mir zeigt ja eine 2,11 könnte. Ja, ich weiß auch nicht, wie das geht, Gerd, aber. Summe der besten Sektoren nicht höher wie die beste Zeit. Auch nicht schlecht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Hast du das ausgerechnet? Nee. Da vorne fährt Mario. Kannst mich gerne in Ruhe lassen. Greif ihn an! Ich ja auch. Ich heiße ja nicht MBGG Ündü. Ey, Nuktums! Nuktums! Shit. Das hätte eine gute Zeit sein können. Ja. Ah, scheiße. Danke. Ich war's nicht.
ich sah nur an Gerd fliegen und voll auf die Bremse. Ja, da hat's mich aufs Dach gelegt. Das ist doch nett. Das war eine gute Runde. Für mich eine gute Runde. Das Gute ist, du hältst jetzt die ganze KI auf. Ah, die Kurve hier fahre ich immer viel zu weit innen an. Nick, wenn ich freue mich ja richtig auf Monaco später. Ja. Oh ja. Nick, wenn du gleich die Chance hast, vorbeizuziehen, sag mir wo, ne? Ja, wenn ich so weiterfahre, gar nicht. Mann! Alter! Was ist? Immer diese gleiche Ecke! Ah. Ich fahre auch die ganze Zeit hinter dir her, das ist total schlimm. Auch vorbei komm ich nicht. Ah, wobei. Jetzt bin ich links. Ah, scheiße. Ja, zieh vorbei. Nee, reicht nicht. Ah, wobei, jetzt beim Rausbeschleunigen vielleicht. Ja, ich habe auch gebremst. Ja, okay. Erstmal wieder hier den Weg zurück auf die Ideallinie finden. Die Kurven hier, die kann ich noch nicht so ganz. Da muss ich noch ein bisschen üben. Aber reicht, oh okay. Oh je. Nick Teams hat eine schnellste Runde gefahren. So, Andi? Komm vorbei, Mario. Ja. Wenn du gleich auf die Idee kommen solltest, ne? Die Strecke zu verlassen, danke. Sag mir Bescheid, damit ich noch ganz schnell vorbei kann. Nick, das war super, weil die Kurve habe ich jetzt das erste Mal richtig schön perfekt genommen. Ja. Ja, ich dachte mir, ich lasse dich mal vorbei, weil ich habe jetzt sowieso die schnellste Zeit aktuell, deshalb. Komm doch auf die Strecke, du blödes Auto, ey. Das ich nervt geh mal mich zurück zur Box mal. Und guck mal euch zu hier. Ich guck mir mal den Chris an. Warte mal. Ja, da. Wo ist er denn? Da hat man bestimmt was zum Laden. Boah, wenn ich da raus. Du bist 13. Ne? Guck den ja, richtigen zu. Nee, da musst du später nach innen ziehen. Damit du nicht nochmal korrigieren musst. Du verdammter kleiner Mistkerl! Es ist. Danke. Hören wie ein Hornochse, Alter. Der nächste. Hab ich dann jetzt? Danke, nett. Nerv mich, ey. Alter, ich werde immer so weit rausgetragen. Wenn du zu weit rausgetragen bist, hast du die Kurve falsch genommen und bist zu schnell. Mhm. Bei der KI weißt du nie, was die macht, ey. Oh, eine 2-10er, die war schön. Damit bist du auf der 4. Ja, der Platz für Mayo, das sah nicht schlecht. Der hat im Krankenhaus heimlich geübt. Ach stimmt, Andi fährt immer noch seine komische Kiste, die total scheiße klingt. Ja klar, ich muss ja bei dem Auto bleiben. Ja, ich frage mich immer noch, warum du es gewählt hast. Da warst du übrigens sehr, sehr langsam, Andi, gerade in der Kurve. Dass ich mal aus den Top 10 starte, ey. Oh, da war zu weit. Eine habe ich noch. Ja, eine hast du. Mario fährt auch nochmal.
fahren. Mist. Ne, sobald die erste Zeit durch ist, darfst du keine neue Runde mehr anfangen. Potenzial für eine 212, immer super. Ja, das ist manchmal so das Problem. Also man wäre zwar prinzipiell nicht allzu schlecht, aber das zusammen in eine Runde zu packen, kann man vielleicht schwierig sein. Starten wir mal von hinten. Meine schnellste war eine 214. Hey, ich bin letzter, geil! Oi! 214, ja, du startest von... Okay, von der 18. Aber da fehlt nicht viel. Die Zeit vor dir ist gerade mal guten Zehntel schneller. Ach ja. Da waren einige Kurven falsch genommen und alles. Oh, da haben wir ein bisschen rausgekommen. Das liegt an dieser Scheiß. Das liegt an der Strecke, ey. Wieder 2:11, eine Sekunde verloren. Ja, aber ist doch ganz ordentlich. Ja. So, ich gehe schon mal zurück zur Box. Wer ist denn alles schon fertig? Ja, ich bin fertig. Ich bin ganz hinten. Fehlt noch jemand? Ja. Andi ist ganz hinten, ich ganz vorne. Noch. Das finde ich gut, weil dann ist in der ersten Kurve die Gefahr nicht so groß. Ja, ey, ich bin Vierter. Es ist unglaublich. Ja, unglaublich. Nein. Oh, komm, mit einer 2:10 hat auch gar nicht so viel gefehlt, ne, bei mir. Nee, 1,2 Sekündchen cool. Auf den ersten. Ach ja, egal. Also 1,1 sogar nur. Ja. Da ist auf jeden Fall was drin heute, sofern nicht allzu viel Mist passiert. Ja, tja, ich mach ein Battle mit dem Gerd. In Brunos Darmwindungen komme ich halt klar, ne? So, Chris, bist du durch? Ja, gerade. Ja, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen dann am Sonntag zum Rennen. Bis dahin. Tschüss.